Let's go. Yoshi Sushi, du bist Erster und Berlin ist Blau war Zweiter. Ist er immer Erster oder oft? Ich war schon mal, ja. Cool, Glückwunsch und schön, dass du da bist und dass ihr alle da seid natürlich. Und ihr wisst ja, was ich immer hören möchte. Bitte. Gerne schreiben, wo ihr herkommt, wie es euch geht. Möchte ich immer gern wissen. Freunde, hi aus Chemnitz. Warte mal, cooler Pulli. Yes. Danke. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist eigentlich. Ist das rot, rötlich? Ja, es ist so, ich würde sagen, vielleicht magenta, rot, aber auch nicht ganz. Orange, rot, nee, ich weiß irgendwie, nicht. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Also sieht in der Kamera jetzt auch noch ein bisschen anders aus als in echt. Ja, das sagen. Stimmt. Aus Riedlingen schreibt jemand, Hermannstadt, Bad Langensalza. Wo liegt denn das? Das habe ich so noch nicht gehört. Schönes Foto von Christine und Annika. Hat er mir geschrieben. Ja. Fand ich auch super Bild von den beiden. Sieht aus wie so ja, nicht Zwillinge, will ich nicht sagen, aber schon so verwandt. Ja, Schwestern. Wahrscheinlich, weil ihr wir sehen es euch nicht, aber wir sind eigentlich Schwestern. Oh Gott. Nein, eigentlich nicht. Bayern führt 2-0, stimmt, habe ich auch gerade gesehen. Und was sehen wir? Bin 1000 Jahre alt, naja, das glaube ich eher weniger. Grüße an Lina Paula. Jan, grüß dich bitte. Emil, noch was. Oh, fast habe ich es geschafft. Gestern war eine tolle Sendung übrigens, habt ihr gesehen, hat jemand AirPods für ein Jahr gewonnen. Wahnsinn. Und wir haben direkt live eine Show angerufen. War ein gutes Gefühl, oder nicht? War cool. Cool auch, dass sie direkt abgehoben hat. Da habe ich nämlich Angst vor gehabt. Was, wenn die Person nicht abhebt? Ich auch. Ich saß zu Hause. Ich denke, oh Gott, stell dir vor, da nimmt keiner ab. Und da rufst du 10 Leute an. Keiner will ja. Na, aber war natürlich direkt abgehoben und direkt bestellt, wie wir gehört haben. Aber... Wunderschönen guten Abend, liebe Christo-Live-Gemeinde. Seid willkommen. Mein Name ist Jan Tauer. Ich bin der Moderator für diesen wunderbar spannenden Abend. Und mit mir natürlich dabei die Christina. Hallöchen. Hallihallo. Geht's gut nochmal? Also gestern war toll, ne? Muss man mal sagen. War spannend, war aufregend, ja. Ja, auf jeden Fall. Viel spannender, aber heute ist auch viel spannender. Bei 12 Fragen rund um das Thema Nationalhymnen. Bis Frage 7 wisst ihr, könnt ihr den Rettungsring benutzen. Und wir haben eine super, super spannende Woche vor uns. Diese Black Week, wie ich sie nennen möchte. Gucken wir uns mal kurz das schon mal. Flaggen haben wir gestern gehabt, Nationalhymnen heute. Hundequiz morgen mit echten Hunden, hoffen wir. Dann Donnerstag. Ich habe gehört, 11 Hunde sollen kommen. Siehst du? Freitag haben wir Black Friday. Da könnt ihr ein Telefon gewinnen. Also nicht vergessen einzuschalten. Samstag 90 Jahre und Sonntag Marathon. Und ja, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Woche. Und folgt uns gerne auf Instagram. Da haben wir immer ein paar feine Sachen dabei für euch. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Preisspot, den haben wir heute natürlich auch. Und zwar liegt er bei satten 50.000 Coins. Und für alle, die bis Frage 12 richtig antworten, gibt's noch ein Jahr lang JBL Charge Bluetooth, ein Lautsprecher. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der wird dann verlost unter allen, die Frage 12 richtig beantwortet haben. Bitte 11.500 Leute. Ich denke mal, wir legen los mit der ersten Frage. Ich drücke euch die Daumen. Toi, toi, toi. Und hört genau hin. So, welches Land hat denn diese Nationalhymne? Österreich, Schweiz, Italien oder Deutschland? Ich muss gerade lachen, weil da immer noch jemand schreibt, dass Tomaten kein Gemüse sind. Das ist immer noch die Diskussion. Oh Gott. Nee, die Nationalhymne kennt ihr: Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Deutschland ist natürlich die richtige Antwort. Das wussten heute 11.522 Leute. Wow, viele, viele sind mit dabei. Und vor der zweiten Frage gucken wir uns kurz ein Video an. Hört genau zu und guckt rein. Frage 2. Welches Land hat diese Nationalhymne? Ist das China, USA, Türkei oder ist das Island? Habt ihr gelesen im Video, wer das hier gesungen hat? Das war natürlich Lady Gaga, stimmt, ne, Christina? Genau. Richtig, yes. Richtig. Und das Lied heißt The Star Spangled Banner und das ist von den in der USA, die Nationalhymne. 11.497 Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Was ist bei euch im Hintergrund los? Ja, da war ein bisschen was wegen der Technik hier. Wir haben das tolle Grower-Zeichen vergessen, hat die Christina aber rucki-zucki gemacht. Deshalb war da ein bisschen durcheinander. Egal, Karl. Weiter geht's zu Frage Nummer 3 und da hören wir uns wieder was an. Welches Land hat diese Nationalhymne? Irland, Niederlande, Belgien oder das Vereinigte Königreich? Interessant. Ich sehe es schon ganz auf dem Chat. Übrigens ändert man das, wenn das Vereinigte Königreich zum Beispiel einen König haben soll, dann wird das Lied heißen God Save the King, aber zurzeit heißt es God Save the Queen. Vereinigtes Königreich ist natürlich die richtige Antwort, das wussten 10.861 Leute, claro. Das könnt ihr. Jetzt kommt eine Frage, wo wir nichts vorher hören und ihr müsst euch für ein Land entscheiden und ich hoffe, ihr wählt das Richtige bei der Frage Nummer 4. Viel Erfolg. Die Nationalhymne welchen Landes heißt La Marseillaise? Ist das Frankreich oder ist das Kanada? In beiden Ländern spricht man sehr viel Französisch, Christina. Das stimmt, ja. Ja, aber ich habe mal so ein bisschen mich informiert und in Kanada, da heißt die Nationalhymne Oh Canada. Und was wir natürlich gehört haben, La Marseillaise ist natürlich die Nationalhymne Frankreichs und das wussten 10.650. Ihr kennt euch aus. Übrigens, morgen braucht ihr nicht bis zu Frage 12 richtig zu antworten. Heute müsst ihr bis Frage 12 richtig antworten, damit ihr in der Verlosung dabei seid. Morgen reicht es bis Frage 4. Dann könnt ihr was von GoPro gewinnen. Falls ihr nicht gewinnt, könnt ihr das auch selber ausleihen. Wollte ich gerade sagen. Nutzt den Code. Vor der Frage 5 gibt es wieder was auf die Ohren. Hört ganz genau zu. Über welche Hymne singt Britney Spears hier? Ist es die Hymne der Ukraine, Russlands, Polen oder Ungarn? Interessante Hymne, ganz pompös, würde ich schon fast sagen. Text übrigens geschrieben von Sergei Michalkov, Melodie von Alexander Alexandrov und Britney Spears singt hier zur Melodie von Russlands Nationalhymne. 9.166 Leute wussten das. Sehr gut. Ihr kennt euch gut aus. Buchland, schreibt einer. Ja, sehr gut. Grüße aus Hamburg ist hiermit getan. Vor der Frage 6 hört wieder genau hin. Frage hierzu. Welches Land hat diese Nationalhymne? Finnland, Norwegen, Schweden oder Litauen? Ja, da haben wir ganz viele nordische Länder, weil die Nationalhymne heißt auch du Gamla, du Fria. Also, ich denke mal, das weiß man ja meistens so vom Fußball, oder? Mit den ganzen Nationalhymnen. Ja, also ich weiß das meist durch den Fußball. Also hier zum Beispiel, du Gamla, du Fria, du Alte, du Freie, singt der Zlatan Ibrahimovic oft und der kommt aus Schweden. Und das wussten 5.000. Rettungsring könnt ihr doch benutzen, Freunde, weil jetzt kommt ja auch die letzte Frage, wo ihr einen Rettungsring benutzen könnt. Also, nutzt das. Wirklich. Frage 7 ist eine Aussage und da möchte ich von euch Folgendes wissen. Spaniens Hymne La Marcha Real hat keinen offiziellen Liedtext. Ist das richtig oder ist das falsch? Ja, eine Nationalhymne ohne offiziellen Liedtext. Kann man sich so gar nicht vorstellen eigentlich, ne? Ist nur die Melodie dann, oder? Ja. Ich denke aber an die spanische Nationalmannschaft und die Spieler, die singen nicht. Und deshalb, da gibt es keinen offiziellen Text. Also das ist richtig und das wussten auch die meisten. Sehr gut. 1.000 haben wir verloren. Letzte Chance, Rettungsring. Nutzt das noch, bitte, liebe Leute. 1.300 haben wir vorher benutzt. Das ist auch viele. Wow, sehr viele. Aber heute geht es ja um einiges, um Lautsprecher. Vor der Frage 8 hören wir uns kurz wieder was an. Welches Land hat diese Nationalhymne? Ist das Chile, Argentinien, Brasilien oder Kolumbien?
Frage an dich, Christian. Was haben die vier Länder alle gemeinsam? alle aus Südamerika. Alle aus Südamerika, ja. Ja, natürlich. Und das, was wir gehört haben, war die Hino Nacional Brasileiro, wurde 1822 von Francisco Manuel da Silva anlässlich der Unabhängigkeit von Brasilien, von Portugals komponiert. Und deshalb ist Brasilien richtig 4600 und ein paar Zerquetschte wussten das sehr gut. Frage 9, da gibt es nichts auf die Ohren, das ist wieder... eine Frage, ganz normale Frage ohne Sound und die kommt hier. Welche zwei Länder haben die gleiche Melodie, aber unterschiedliche Texte in ihrer Nationalhymne? Irak und Iran oder Spanien und Portugal oder Australien und Neuseeland oder Estland und Finnland? Interessant, bin ich mal gespannt. Oh, no. Wisst ihr das im Chat? Schreibt das gerne. Da schreibt einer Australien, Neuseeland, einer Iran und Irak. Oh, alles dabei. Ja. Wie kommt das dazu, dass die gleiche Melodie haben? Das weiß ich, weil die Länder liegen ja alle relativ nah beieinander, aber... Könnt ihr mal im Chat sagen, wenn ihr wisst, hat der gleiche Komponist für zwei Länder komponiert? Oder? Man weiß es nicht. Aber richtig haben wir es auf jeden Fall. Estland und Finnland. Ui. 1191 Leute. Eieiei, da haben wir einige verloren. Da fragt gerade jemand, ob Sportquiz gleich ist. Na klar, dienstags immer Sport, 20:45. Aber da kommt gleich immer so ein kleiner Einspieler. Ja, drei Fragen haben wir noch. Und vor der Frage 10 kommt wieder eine Melodie. Und die Aussage hierzu: Dies ist die Nationalhymne von Indien. Ist das richtig oder ist das falsch? Bin ich mal gespannt, ob die Leute sich da auskennen. Ist natürlich eine Nationalhymne, die man nicht so oft jetzt hört. Also wenn man ganz normal ist, wenn man so, man, ja, wie gesagt, im normalen Zusammenhang sieht. Jana Mana oder Gana Mana heißt sie. Herrscher über den Geist des Volkes. Und das ist wirklich die Nationalhymne von Indien. 653. Wow. Haben wir die Hälfte verloren. Uiuiui. Zwei Fragen noch. 653 Leute. Ihr kämpft noch um die Lautsprecher. Interessant. Ich bin echt gespannt. Ich auch. Vor der Frage 11. Hört genau hin. Frage hierzu. Welches Land hat diese Nationalhymne? Libyen, Laos, Kongo oder Nordkorea? Bin ich auch schon raus, es ist mir zu. Ja. Ja, das ist so eine, das ist eine Nationalhymne auch, die sehr speziell ist, habt ihr auch gehört. Und war so, ja, also ich hätte so ein bisschen geraten, richtig geraten, glaube ich, weil das ist Nordkorea, die richtige Antwort. 500, ja, siehst du, das haben wir auch, die meisten, ja. 542. Sehr gut, ihr geht mit uns in die letzte Frage, Frage 12. Und wenn ihr die richtig beantwortet, geht's mal. Vor der Frage 12 möchte ich, dass ihr wieder ganz genau hinhört. Viel Erfolg. Welches Land hat diese Nationalhymne? Ist das Tansania? Ist das Namibia? Ist das Südafrika? Oder ist das Kenia? Hat gerade jemand geschrieben, Madagaskar im Chat. Das war leider nicht zur Auswahl. Die Nationalhymne ist übrigens eine Mischung aus Nkosi Sikelel Afrika und Die Stern von Südafrika auf Afrikaans. Jetzt habe ich es schon fast verraten. Südafrika ist die richtige Antwort. 442 Leute wussten das. Gucken wir uns mal ein paar Gewinner an, würde ich sagen. Und alle zwar haben ja die Chance, dann gleich auch den Lautsprecher zu gewinnen. Genau. Spielen. Und was gibt's denn an Coins? 114 Coins, sensationell. Ganymedi, Fuchs Buddy, Lillisan, Schnickiniki, Flo Laufen, Su 2000, Malle 01234, Ghost Rider 3003, Markus 1990 Juni und Megatutti. Glückwunsch. Und Freunde, ja, sollen wir das Ding verlosen? Okay. Soll ich? Hau auf die Tasten. Auf geht's. Oh. Dr. Kamalama, herzlichen Glückwunsch.
ein Jahr lang Lautsprecher und du wirst von uns kontaktiert. Ich glaube, vielleicht machst du es per E-Mail oder per App. In Mail, wir gucken mal. Auf jeden Fall wirst du auf jeden Fall von uns kontaktiert. Das kriegen wir hin. Und Leute, nutzt wirklich die Woche. Es gibt Deals, Deals, Deals. Bis zu 60%. Habt ihr gerade eben gelesen in unseren Grover Days. Und um 20.45 Uhr, was haben wir da? Natürlich unser gutes altes Sportquiz heute. Viertel vor neun mit 250 Euro im Also ich muss sagen, das fand ich relativ schwer. Also das waren auch mal alles so Sachen, die man eigentlich so gut wie noch nie gehört hat. Also da sind die 100 Coins doch mehr als verdient. Na, dann sehen wir uns ja gleich wieder zum Sportquiz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.